Und damit zu einem neuen Part von Watch Dogs. Ich würde sagen, wir drücken einfach auf Fortfahren und sehen, was passiert. Wir sehen jetzt, dass es lädt. Das ist was ganz Besonderes. Das Laden bei Watch Dogs dauert sehr lange. Wie wir sehen, lädt es immer noch. Dieser wunderschöne schwarze Hintergrund und dann noch dieses gezeichnete Ding, was keine Ahnung, irgendeine Scheiße ergeben soll. Und unten noch der gute Tipp, das ist doch ein perfektes Spiel. Nein, Spaß, willkommen zum neuen Part von Watch Dogs. Ich weiß ja nicht, was wir heute machen, vielleicht spielen wir die Hauptmission, vielleicht befreien wir, vielleicht machen wir noch irgendein Minispiel, ich habe keine Ahnung. So, stehen wir jetzt erstmal hier. Hallo, immerhin mich da hoch. Wir waren mal Freunde. Ich hab dir so viel beigebracht. Sieh dich an. Du bist wow. Hast du das in den Nachrichten? Die waren mal Freunde. Du erwähntest deinen zweiten Hacker bei Melocho. Aber wir wussten schon, dass es noch einen gab. Du hast also was Neues. Ah. Es gibt jetzt nur noch dieses Ding da. Gehen wir doch jetzt mal zum Pfandhaus und dann da das spannend, oder? Komm, treff mich. Boah, muss jetzt hier erzähl's mir. Dann treffen wir uns vielleicht. Oh nein. Meine Information, meine Regeln. Außerdem müssen wir das letzte Mal wieder gut machen. Ich bin aufgeregt, Aiden. Komm bald. Deshalb sich so unscharf vom Spiel her gemacht. Also nicht, dass ihr jetzt sagt, oh ja, der ist doch scheiß unten auf. Ihr wisst schon, was ich meine. Okay. Der Wagen sah geil aus. Warum haben wir uns den eigentlich nicht genommen? Das ist jetzt nur eine andere Frage. Das ist so geil. Und wir fahren erstmal. Nach so ein paar Folgen, also nach 30 Folgen oder so, dann kriegst du das sehr gut hin eigentlich, finde ich jetzt. Steuerung ist gar nicht mehr so schlimm wie am Anfang. Das ist halt ungewohnt, wenn man die ganze Zeit GTA spielt und dann Watch Dogs sagt, laufen, wo laufen, und, oder wo rennen, oder decken ist ja mal voll scheiße oder so. Sie haben ihr Ziel fast erreicht. Sagt mal, wie ihr den Anfang fandet. Soll ich sowas häufiger machen oder so? Könnt doch sagen, weil er war scheiße. Genauso wie scheiße die Aufnahme hier ist oder so. Boah, und Akku? Warte, Akku ist wieder alt. Denk mal, hier geht's rein. Nee, ich mach die.
haben. Krass, oder? Wie geht's denn? Hey, Mann! Das kauft Chemie, komm rein. Ah, man kann hier Sachen verkaufen. Geht's noch? Du selber geht's noch. Warum sagst du das zu mir? Diese geht's noch, Alter? Ja. Das war witzig. So, also. Hier steht ein Tor, da steht ein Wachmann. Vielleicht sollten wir diesmal eine andere Taktik versuchen. Hier können wir rein. Hier steht auch ein Wachmann. Oh mein Gott, jemand fährt auf einer Straße mit einem Motorrad. Oh, da musst du abhauen. Steht hier denn jemand? Ja, da steht jemand. Weil wenn wir das dann geschafft haben, dann haben wir es geschafft, weißt du? Ich hab den Code aber gehackt. Okay, gut. Wir haben den Code gehackt schon mal. Wir wissen also, wo der ungefähr steht. Die Ladezeiten sind wie immer katastrophal. Wir warten immer noch. Und es lädt. Wunderschöner schwarzer Black Screen. Besser als in GTA sogar, weißt du. Den werden hier erkannt. Der war jetzt ein bisschen dumm, aber nur ein bisschen. Da müsste sich das jetzt selber hochsprengen, oder? Schon mal den Code. Ha. Wir brauchen hier mehr Leute. Bin dran. Toller neue Session. Also Session heißt immer, dass man mehrere Parts aufnimmt und dass man jetzt zum Beispiel GTA aufspielt und dann mit den Freunden eine Session hat. Ja. Na, toller Part. Und wir sind wieder im Ladescreen.
wir das gemacht. So. 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 Dann so. Komm raus, du Arschloch, du kleiner Wichser. Immerhin hat er nicht die angerufen. Ich bin gut, Mann. Okay, ich bin scheiße eigentlich, aber egal. Okay, wo müssen wir hin? Müssen wir da hoch oder hier hin? Oh yeah, neues Rätsel. Okay. Das müssen wir befreien. Das da und das da. Dann machen wir mal das da. Dann ist das nämlich befreit. Dann machen wir mal das da. Und das da, dann ist das dann nämlich befreit. Dann machen wir mal das da. Und das da mal. Dann ist das dann nämlich befreit. So. Jetzt gucken wir uns natürlich wieder das Video an. Die TOS nimmt tatsächlich jede Minute auf. Und die Bürger haben keine Ahnung. Was könnte das wohl sein? Huh.
Skillpunkte erhalten. Aber wir können mit den Skillpunkten nichts machen. Super. Okay, würde ich sagen, das war's für den Part. In den nächsten Parts können wir versuchen, die hier zu machen.